Ich bin gerade zu einem Einsatz gerufen worden. Da soll eine Taube, eine Jungtaube, vielleicht sogar auch zwei, noch im Nest sitzen. Und vor dem Nest sind diese Vergrämungsstachel gebaut worden, damit die Tauben sich nicht mehr auf der Mauer da, auf dem Gemäuer niederlassen können. Das Problem ist, dass da wohl scheinbar noch eine junge Taube hinter sitzt und die muss jetzt gerettet werden. Es kann auch sein, dass es zwei sind. Die Eltern kommen da wohl nicht mehr ran oder wenn, dann nur unter erheblichen Verletzungsgefahren. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das jemand absichtlich gemacht hat. Ich vermute mal eher, dass beim Anbringen dieser Stachel wohl leider den Leuten entgangen ist, dass sich da noch Tiere hinter befinden. Ich hoffe es zumindest, dass es so ist. Okay, sehen kann ich da jetzt erstmal nichts. Was natürlich nicht heißt, dass nichts da ist, weil da ist auf jeden Fall eine Vertiefung. Die sind auch ganz neu, das sieht man. Ah, da ist ein Taubenbaby. Wie man das übersehen kann. Also von diesen Stacheln sind hier so viele, dass meines Erachtens die Eltern hier nicht mehr an das Jungtier kommen. Ob das langfristig hier überleben wird, das mag ich mal zu bezweifeln. Ich muss das auf jeden Fall da rausholen. Ja, es hat noch ein bisschen gelben Pflaumen im Kopf, also es ist definitiv noch nicht so weit, dass es eigenständig klarkommt. Das ist eine junge Taube, die von den Eltern noch versorgt werden muss und das ist hier an dieser Stelle nicht mehr möglich. Meine Maus. Wir haben ein bisschen was. Willst du mich angreifen? Ey, ja, chill mal. So, jetzt hab ich dich schon. Ne? Jetzt hab ich dich schon. Kleine Stadttaube, ne? So, jetzt gucken wir mal, ob da noch was ist. Wie ich das wieder so, wie es vorher war. Ich finde das natürlich trotzdem zu kotzen, muss ich ehrlich sagen. Also diese kleine Taube wird noch von den Eltern versorgt, eigentlich. Aber die ist völlig abgemagert, wie man es hier schön sehen kann. Das ist das Brustbein, was hier rausguckt. Und auch im Kopf ist nichts drin. Das heißt, die Eltern hatten aufgrund dieser Vergrämungsanlage nicht mehr die Möglichkeit, an die Taube ranzukommen. Ich sage jetzt einfach mal, das hat keiner extra gemacht, weil es ist eine Vertiefung. Es kann durchaus sein, dass das Tier sich dabei die ganze Zeit abgeduckt hat und dann hat man es nicht gesehen. Ich gehe nicht davon aus, dass jemand unbedingt will, dass an seinem Laden hier oben da die toten Tiere vermodern. Deswegen halten wir den Leuten mal zugute, dass sie es nicht böse gemeint haben. Ich hoffe zumindest, dass es so ist. Und ich gucke jetzt gleich nochmal mit der Kamera dahinter, damit ich auch nicht, damit ich sehen kann, ob da nicht noch irgendwo ein anderes Jungtier ist. Und ansonsten würde ich sagen, das hier ist auf jeden Fall gerettet. Vielen Dank an die Melderin.